So, aber wenn es jetzt Tag ist, dann baue ich, glaube ich, die Falle mal noch kurz ein bisschen um. Dann werde ich nämlich wahrscheinlich an der einen Seite einfach einen Dispenser einbauen. So, ja gut, es kostet uns halt fast unser ganzes Eisen, aber ganz ehrlich, ich sag mal, die Investition ist es doch wert, oder? Also, ich meine, also, es ist natürlich teuer, also wir müssen halt dazu drei Eisen ausgeben und Slash, okay. Schnauze da unten, ne? Difficulty. Ups. Null. So. Kurz mal auf Peaceful, damit wir da in der Monsterfalle nicht von irgendwelchen Monstern belästigt werden beim Bauen. Oh, also da liegt ja mal ordentlich Krempel rum. So. Machen wir hier mal den Dispenser hin und schmeißen wir den Eimer rein. Wie machen wir nochmal Knöpfe? Knöpfe brauchen wir da Stone, oder? Oliver Stone. Haben wir noch einen Knopf zufälligerweise da? Nein, ich glaube nicht. Aber wir haben zufälligerweise noch Stein da. Natürlich Stein. Bernstein wahrscheinlich. Kennt er wahrscheinlich. Ist ein Komponist. So, machen wir das hier zu und dann was passiert, wenn wir da drauf drücken? Moment. Okay, die Monster werden alle in diese Ecke getrieben. Nehmen sie sich hier vorne hin. Das ist okay. Gut. Wasser weg. Ich glaube, das da drüben liegt einfach nur daran, dass das eine Ecke ist. Wenn wir hier wieder Stein hinmachen, dann. Ja, dann ist das wieder normal. Das liegt einfach nur, dass da hinten dran, dass da hinten Luft ist. Aber ja, gut, ist ja egal. Na, Spitzhacke haben wir noch eine. Ups. Also entweder oben oder unten müssen wir es schon zumachen. Wenn das. Nee, dann sieht man gar nichts mehr. Nee, das ist doof. Das ist doof. Mach das aus. Ja gut, dann kann man auch direkt den ganzen Loot rüberspülen. Slash. Difficulty. Wir haben zwei, glaube ich. Naja, und würde es sogar wagen, haben wir einen Trichter oben, oder? Ah ne, den haben wir hier verbaut. Ne gut, nun haben wir aktuell eh keins. Von daher. Wenn
würde ich mal vorschlagen, wir machen einfach den Zaun hier wieder so zu. Ja, okay, da habe ich schon eine Idee. So, das kommt dahin. Das Zeug kommt dann später hoch. Gut, wir haben hier den Trichter. Dann brauchen wir nur noch eine Kiste. Kiste, wir haben hier noch Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, eine Kiste nach hier. Ich glaube, das mache ich dann hier. Wir müssen gerade mal... hier ein bisschen mal Sachen wegbauen. Ich würde mal probieren, was passiert, wenn wir... Alter, Schnauz jetzt, Vögel da. Wir klatschen einfach. Na, das war lieb, eigentlich nett. Scheiß drauf, dann klatschen wir den Kobbel halt wieder hin. So, was passiert, wenn wir hier einen Trichter hin machen? Wie schön, hallo. So. Ah, sehr schön. Wir können den Trichter auch nebendran bauen. Und da das da unten aus Slabs gebaut ist, sollte der eigentlich auch nicht kaputt gehen. Sollte. Eigentlich. Es nimmt ja auch nicht offenbar nicht alles mit. Okay. So, oh, wow. Da ist ja mal richtig Highlife in der Bude.
ich glaube, so ganz optimal ist das noch nicht. Scheiße. Her, Spiel. Was war das denn? Ein Hühnchen! Ich glaube, das Hühnchen wird nicht überleben. Okay. Was war das denn? Geil, noch eine Schallplatte. Jesus, nee, geil, Alter. Ja, das System wäre noch nicht so optimal. Na, wir machen mal gerade Difficulty 0. Moment mal. Also, wir testen gleich mal was aus. Dazu würde ich mal kurz in Creative Mode gehen. Ich will nämlich nicht meine Ressourcen dafür verschwenden. Das ist nur so ein wirklich nur ein kleiner Test, um zu gucken, ob wie das funktioniert. Und halt um zu gucken, ob sich das, was ich mir da gerade überlegt habe, lohnt. Ah, eine Karotte. Ne, die Federn. Federn will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ich glaube, die können unten hin. Gehört da auch nicht hin. Fackeln gehören eigentlich auch unten hin. Ja, okay, das Hühnchen. Oh, Ripphühnchen. Kürbislaternen hier hin. Das gehört hier hin. Ach, Kinder. Also eine Etage nach unten. Ach, Enchanted Valley, das ist so schön.
Ja, okay, wobei, gut, das brauchen wir. Das können wir auch mitnehmen. Das können wir auch mitnehmen. Hier das rein. Das ist okay. Mobile Werkbank, warum ist nicht da drin? Die können hoch. Zwei Schaltplatten haben wir jetzt mittlerweile. Die Axt kommt auch hoch. Federn haben wir noch keine gehabt bisher. Okay. Moment mal, ich guck gerade mal. Naja, natürlich habe ich gerade nichts da, was irgendwie. Ja, was als Lag-Indikator taugen würde. Moment mal, ich guck gerade noch mal was. Ja, okay. Die Datei wird immer noch geschrieben. Sehr schön. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ob da nicht vielleicht irgendwie wieder Aufnahme abgestürzt ist oder sowas. Ich wüsste zwar diesmal nicht warum, aber es ist ja nicht völlig unmöglich, dass da sowas passiert. Warum habe ich eigentlich so wenig. Achso, stimmt, ich habe ja einen Haufen Pfeile verballert. Warum wundere ich mich, dass ich so wenig Pfeile habe? Ich habe ja einen Haufen Pfeile verballert. Naja. Ach ja. So, wir craften die zwei Bögen hier mal zusammen, dann haben wir wieder einen Bogen, haben wir ein bisschen Platz im Inventar. Die müssen wir mal oben aufräumen. Wie ist das FF3? Also FPS-technisch habe ich immer noch genug. So. Alter, so viele mobile Werkbänke. Ich glaube, ich sollte die Drop-Chance mal runterdrehen. Ich habe es eindeutig genug. Also das ist der Dropper. Difficulty. Achso, stimmt, ich habe die Difficulty. Ich habe Difficulty 0 gemacht. Moment mal, ich muss es gerade mal kurz in Game Mode 1 gehen. Das ist jetzt wirklich nur eine kurze Situation, nur kurz, sonst für einen Test halt. Halt um eine hier. So, machen wir das mal so. So, dann machen wir hier mal kurz ein bisschen Kobbel hin. Das ist nur so ein kleines Testkonstrukt. Die Frage ist nämlich, was passiert, wenn ich hier einen Trichter hinsetze? Und dann das Slab oben drauf. Und mir dann ein Creeper da drauf explodiert. Gut, dann muss ich jetzt Difficulty wieder umstellen. Difficulty 1. Ne, gut, 1 ist jetzt ein bisschen gering. Slash Summon. Creeper. Ach, wird das groß geschrieben? Ja, in der 1.11 ist das ja dann egal. Also ab, nee, ab 1.11. So. Also die Monster, die da drüben runterfallen, die ignoriere ich jetzt einfach mal. Hier habe ich noch eine mobile Werkbank drin. Es geht nur darum, dass ich den ganzen Krempel wieder aus dem Inventar rauslege, der nicht jetzt direkt
Ercheatet ist. Ercheatet ist das. So, das da ist nicht ercheatet. Slash Game Mode. Ach, wir müssen mal Game Mode 0. Ja, das ist ja egal. Das ist in dem Fall ja Wurst. Es ging ja nur um den Test. Slash. Ja, gut, dann machen wir einfach mit der Game Mode 1. Gut. Das war schon eine der Sachen, die ich testen wollte. Und zwar, was passiert, wenn der Creeper auf einer nebendran explodiert und unten drunter ein Trichter ist? So, machen wir da einen Trichter. Also erstmal, was passiert, wenn ich jetzt hier ein Item drauf droppe? Okay, es wird nicht erkannt. Verdammt. Wenn ich jetzt hier ein Item drauf droppe, das wird erkannt. Was passiert aber, wenn ich hier Summon... Creeper mache und dann mal kurz in Game Mode 0 gehe. Es geht auch kaputt. Das ist doof. Das Problem ist, dass es halt kaputt geht. Deswegen werde ich den Trichter jetzt vorerst wahrscheinlich auch nicht anders setzen. Game Mode 1. Oh, sogar Gewitter. Ja gut, das sind ja alles nicht meine Items. So, Inventar wieder geklärt. Und... Game Mode 0. Jetzt habe ich wieder alles dabei. Hatte ich noch Essen dabei? Ne, ist doch egal. Ist ja auch egal. Das packen wir wieder da rein. Also ich habe jetzt nichts. Ich habe einfach das alles rausgeschmissen, was ich mir ercheatet hatte. Die mobile Werkbank, die war hier. Mm-hmm.